So Leute, was geht? Hier ist euer Flo MC Jatti am Start. Heute kam ein neuer, heute nicht. Vor zwei Tagen, so habt am 2.6. um 23.56 Uhr kam das neue City Build Update. Ja, und dieses City Build Update geht's heute in diesem Video. Wenn ihr keine Videos mehr verpasst, könnt ihr gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, Glocke da lassen und ein Like da lassen. Und ja, mal gucken, was heute in alles diesen Update kommt. Ich weiß nicht, was es alles in Update hat. Ihr könnt gerne in unseren Discord-Server reinjoinen. Ist in die Bio verlinkt. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Nicht weiter rumquatschen und let's go! Ja, es kam vor zwei Tagen das neue City Build Talisman Update raus. Und das ist dann. Wir gucken mal alles, was da gibt's. In diesen Talisman Items, welche bei einem neuen NPC in der Lobby. Oder entsprechend GUI erreichbar mit Slash. Hier mit Slash dann Timmes Talisman. Das müsst ihr dann eintragen und Enter drücken. Aber natürlich auf den Seedbit-Server von Gomme HD. So, das heißt, und Menü hergestellt werden können. Diese gibt es dabei in vier Seltenheitsstufen: gewöhnlich, selten, episch und legendär. Insgesamt stehen 27 Talisman mit 9 Effekten. Umso höher oder Seltenheitsgrad, umso höher ist der Effekt des Talismans. Ja, ist eigentlich sehr, sehr gut. Beachte nicht jeden Talisman, gibt es in allen Stufen, aber keine Panik. Durch ein Item in Talisman GUI kannst du dir eine Liste aller verfügbaren Talisman abgerufen. Dies enthält Informationen zur Seltenheit sowie den Effekt der jeweiligsten Talisman in Abhängigkeit zum entsprechenden Seltenheit. Das ist erstmal kurz erklärt und kurz erklärt ist das. Jetzt kommt die der Herstellungsprozess. Und dann ist das eigentlich dann schon wieder fertig. So, alle Spieler maximal gleichzeitig erstellen alle Premium 2 und alle Supreme sogar 3 Talisman gleichzeitig. Die Erstellung eines Talisman kostet 150.000. Auch hast du als Premium-Spieler Vorteile, denn du erhältst bis zu 25.000 Rabatt oder Euro. Wie lange die Erstellung dauert, hängt mit der Seltenheit zusammen und beträgt 6 bis 24 Stunden. Dabei benötigt ein gewöhnlicher 6, eine seltene 2, ein epischer 18 und eine legendäre Talisman 24 Stunden, bis er fertig hergestellt ist und abgeholt werden kann. So, das ist erstmal, dass die Kosten und welche Ränge haben Vorteile und welche nicht. So, sollte man die Herstellung, ja, beschrieben. Abbildung 2 Zauberers ist erstmal nicht so, aber wichtig hier. Die Zeitreduzierung von 4 Stunden kostet 50.000. Dies kann beliebt auf Vollzügen werden. Du kannst die Produktion also